Ja, und hier ist wieder Harry Hirsch, der rasende Reporter. Ich interviewe heute Fahrerinnen auf der Autobahn. Wie fährt sich denn so auf der Autobahn? Ja, gemütlich. Immer geradeaus. Also immer der Straße. Immer geradeaus. Wir sind auf belgischen Autobahnen. Die sind beleuchtet, auch nachts. Und ja, ja, aber die sind jetzt tagsüber auch beleuchtet, halt von der Sonne, Solarleuchten. Sie sagt nichts. Also wir haben jetzt jedenfalls Brotzeit gemacht. Und Brotzeit hieß Burger und Pommes. Da war dann auch so ein Home Cooking, ja, da war das bestimmt. Dann war da so ein Rockerclub. Der Paul gleich nachgeschaut, hier 50 Harleys. In Deutschland verboten und in Holland verboten. Wie heißen die? Paul. Wie heißen die? Irgendwie, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls waren die da alle. Die waren ja sehr freundlich, oder? Ja, und schon. Fahren halt keine Triumphs, gell, aber geht auch. Und jetzt sind wir, wo sind wir? Wo wir sind, auf dem Weg nach Lille. Auf dem Weg nach Lille, genau. Wir haben da noch ein paar Kilometer dahin. Von Lille fahren wir dann hoch Richtung Calais. Und in Gravelines haben wir uns jetzt mal so einen kostenlosen Stellplatz rausgesucht. Wir würden dann da übernachten, weil es eh so kreislig ist. Und dann morgen ans Meer fahren für einen Tag. Und Kirsten sagt euch jetzt, es gibt nämlich was Wunderschönes in Gravelines. Also von der Architektur her sieht es sehr schön aus da. Also der Grundriss so von der Stadt. Aber was mir Google dann gleich gezeigt hat, ist erstmal, dass es ein schönes, großes Atomkraftwerk in Gravelines auch gibt. Ja, da gibt es einen Tunnel rein, Kanal in die Stadt. Und wir sind auf der anderen Seite des Kanals und quasi gegenüber, aber noch einige Kilometer weg, steht dann dieses schöne Kraftwerk am Meer, scheinbar. Wir wollen es nicht sehen, melden uns dann von Gravelines vom Stellplatz. Ihr Süßen, ohne so. Wo befinden wir uns jetzt? Ich würde sagen, relativ zentral in Gravelines. Kann das sein? Zwischen, ja, eigentlich wir fast sind an eigentlich den Kirchen. Wir sind fast bei den DSDF-Ferries in DSDS-Ferries? DSDF. DFDS. Na egal, nicht bei den Deutschen sucht den Supersort DFDS. Ferries. Gut, dann haben wir in hier den Kirchen unser neues Lieblingsspielzeug, ja, den Knubbel. Anni, jetzt machen wir uns was zu essen, oder? Gerne. Da ist er wieder. Mein Bruder. Bonjour aus Gravelines. Ich wollte euch schnell kurz ein bisschen den Parkplatz zeigen, wo wir heute stehen. Und wollte jetzt gerade, wo die Sonne aufgeht oder aufgegangen ist, sagen wir es mal lieber so, noch kurz an den Strand gehen. Dort hinten ist der Parkplatz und gleich gegenüber, hier am Ende der Sackgasse, geht es an den Strand. Hier geht es in eine unbewachte Zone, das heißt, es gibt keine Rettungsschwimmer. Man schwimmt auf eigenes Risiko. Thank you.
Ich würde ja vermuten, hier sind so Kitesurfer unterwegs. Ich habe jetzt leider keinen gesehen. Habe ich gleich erstmal Baguette, Pain au Chocolat, Croissant und Tartelette gekauft. Ein bisschen Frühstück muss sein in Frankreich. Dort geht es nach Gravelines. Und hier geht es ans Meer. Und für mich gibt es jetzt erstmal Kaffee. Ich muss meine Lieben wecken, die schlafen alle noch, doch wir wollten auch ans Meer fahren. Und da heute Pfingstmontag ist, der in Frankreich auch in weiten Teilen Feiertag ist, wollen wir doch noch ein schönes Plätzchen erwischen. Wir müssen uns mit unserem großen Auto auf den Weg machen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen aus Gravelines, wo wir hier auf dem Parkplatz eigentlich gut geschlafen haben, oder? War ruhig. Also gestern hat es auf einmal Wumms gemacht, da standen ja 10 Wohnmobile, alle aus Kaiserslautern. Und wir haben uns da mit einem unterhalten. Es war eine geführte Wohnmobiltour und die waren in Schottland, gell? Ja. Und irgendwie, wie hießen die? Irgendwas mit hundefreundliche Wohnmobiltouren. Also wir grüßen da den Leiter, der muss immer grillen für 18 Leute. Und ich wollte euch noch zeigen, oder wir wollten euch zeigen, Kirsten hatte die Idee, einmal den Glamour, also dieses Leben on the road, gell, das ist ja, wenn Leute immer schreiben, ihr seid ja nur in Urlaub, also Urlaub kann auch so aussehen. Wichtig ist der mit Straußenfedern behaftete Puschel. Und unser guter alter Bleckendecker. Staubsauger, die gegenüber frühstücken. Kirsten macht jetzt ein bisschen Lärm. Sind fertig. Achtung. Ein guter Staubsauger, gell? Ja, wunderbar. Der weiß uns seit vielen Jahren treue Dienste. Ja. Kirsten hat kein Mikro dran, deswegen sage ich nochmal, was sie gesagt hat, dass der uns seit Jahren treue Dienste berichtet. Ja. Der war teuer, gell? Ich glaube, da habe ich 40 oder 50 Euro vor 20 Jahren. Den haben wir schon lange, gell? Was? Einen Staubsauger? Ja. Ja, den Wedel auch. Den Wedel, zeig mal den Wedel. Der ist vom Schwarzwälder Hof daneben der an. Der Straußenfarm. Donaumoos Straußenfarm. Genau. Dann grüßen wir hier nochmal an den Schwarzwälder Hof, wo wir früher sehr oft waren. Jo. Ich habe ein neues Wort für uns. Du hast ein neues Wort für uns? Wir haben einen neuen Kanal, der heißt ein Krümelmonster on Tour. Oh ja, das lassen wir gleich rechtlich schützen. Ja, im Prinzip sind wir jetzt fertig, oder?
Abfahrbereit. Abfahrbereit. Leider haben uns jetzt gerade die rote Mikros verlassen. Jetzt müssen wir halt hier gehen mit meinem Mikroständer. So lange arbeiten, bis ich nachher mal alles am PC schließen kann. Wir gehen jetzt entsorgen, verlassen diesen schönen Platz und dann suchen wir uns irgendwas am Meer, gell? Ja. Haben Sie sonst noch etwas zu sagen? Auf geht's. Einkaufen müssen wir noch. Dann geht's auf, genau. Einkaufen müssen wir auch noch. Und weg sind wir. Ach, guck mal. Ja, wir eiern hier, kleine Pferdchen. Ach, das schaffe ich es nicht mehr. Waren so kleine. Ah, da fahren wir jetzt direkt hin, weil wir fahren nämlich zur Entsorgung. Das sind diese kleinen Pferdchen. Und jetzt schauen wir mal, weil hier irgendwo soll eine Entsorgung sein. Und jetzt fahren wir rein, nachdem der Kollege aus Gölle fertig geworden ist. Und hier geht's rein. Und ich glaube, da muss man mit Münzen zahlen. Ein Aquel, Solidarité. Wo müssen wir hin? Ja, wie ziehst du da unten? Das ist bloß eine Klappe. Ne, das geht einfach so. This terminal does not contain a currency credit card only. Aber wir wollen ja nur entsorgen, das geht ja ohne. Aber das ist also ein Platz, das musst du echt wissen hier. Da denken wir Park for Night, weil das findest du sonst nicht. Ist auch nirgends angeschrieben. Aber kannst du hier wunderbar entsorgen. In Calais am City Einkaufszentrum. Die Mädels und der Paul gehen jetzt einkaufen. Shopping, gell? Ja. Essen, trinken. Anni, du die Rote. Oh, ich hab immer noch Sachen. Und ich kümmere mich mal um die kaputten Rudimix und spiele Sachen rüber.